Hallo und Glück auf zu einer weiteren Ausgabe des Legenden-Talks nach dem Spiel des FC Schalke 04 gegen ja, den Freunden aus Nürnberg. 2:0 gewonnen, wir können es ja vorweggeben und wir werden natürlich auch über das Spiel sprechen. Und begrüßen natürlich erstmal unsere Fußballlegenden Klaus Fischer und Rüdiger Abramczyk. Hallo und Glück auf. Glück auf. Ja. Ihr hattet am Samstag ja ordentliches Programm. Ne? Ihr hattet ja schon vorher wart ihr in der Glückaufkampfbahn, hattet viele ehemalige Treffen, habt die Traditionself gesehen. Vielleicht nehmt ihr uns mal ein bisschen mit. Wie war denn für euch dieser bunte Spieltag, dieser Freundschaftsspieltag? Ja, ich war ja als Zuschauer da und es waren wirklich einige Zuschauer da. Nürnberger und Schalke. Und die Nürnberger haben uns die Grenzen aufgezeigt. Mit einem 3:0 haben sie uns da vom Platz gefegt. Obwohl wir super Leute im Mittelfeld hatten, mit Ton, Herget, Max. Aber sie konnten nichts reißen, auf Deutsch gesagt. Und die Nürnberger haben gar nicht schlecht gespielt und haben eben verdient 3:0 gewonnen. Aber das ist ja nicht so wichtig, ob wir gewonnen oder verloren, weil wir haben dann, abends haben wir dann gewonnen. Also ist es besser so als umgekehrt. Ja, so war es. Der Klaus hat richtig gesagt, 3:0 in der Traditionsmannschaft war ein schlechtes Omen eigentlich schon. Da habe ich schon gedacht, na, hoffentlich knallt das heute Abend auch nicht so. Aber Nürnberg war eine schöne Veranstaltung mit den Nürnbergern. Wir waren ja letztes Mal auch da gewesen. Und falls nachher war ja wir beide, als wir aufgestiegen sind, da waren wir auch da. Und da haben die uns auch ordentlich bedient. Und wir haben viel Spaß gehabt mit den Jungs. Also diese Freundschaft Nürnberg-Schalke ist schon klasse. Da muss man wirklich sagen, gut, wenn man natürlich das Mittelfeld bei uns gesehen hat, schon, Klaus, da gebe ich dir recht, da war natürlich, da war nicht so gut, da hätten wir uns das lieber nochmal überlegen sollen, aber ein bisschen Köpfe rollen. Nein, da war auch kein Nein, die Nürnberger, die hatten auch eine gute Mannschaft, das muss man sagen, die waren viel jünger als unsere Jungs und ich glaube auch, wir haben einen Nachteil gehabt. Wir haben auf dem Kunstrasen gespielt, wo wir fast gar nicht drauf spielen. Da legte Olaf sehr viel Wert drauf, und dass wir nicht auf dem Kunstrasen spielen. Und wir haben jetzt, glaube ich, nach langer Zeit mal wieder auf dem Kunstrasen gespielt. Und man sieht, wie schwer das da ist. Ne? Also deswegen habe ich auch nicht gespielt. Habe gedacht, nee, da spiele ich nicht drauf. Ja, auf Kunstrasen musst du genau spielen. Wenn du die Bälle lang spielst, der läufst du nicht mehr. Das kann man auch sehen, weil meine Jungs, die spielen ja auch auf Kunstrasen. Das sage ich dann immer, Jungs in den Fuß spielen. Aber mein Gott, das ist jetzt ein Freundschaftsspiel gewesen zwischen ja, Nürnberg und Schalke. Verbindet ja sehr viel. Nürnberg ist hofdeutscher Meister geworden in den ja, 30er, 40er Jahren. Und wir ja auch. Und ja, das ist nicht so wichtig, sagen wir mal so. Wichtig waren die drei Punkte abends. Ja, lass uns mal über das Spiel sprechen. 2:0 gewonnen. Also wir haben aber auch noch abends, René, da muss man dazu sagen, vor dem Spiel waren ja sehr viel, wir wurden ja alle eingeladen, die ehemaligen Spieler vom Verein. Und das fand ich auch schön, dass man mal wieder den einen oder anderen gesehen hat. Ich habe also den Manni Kreuz unten noch getroffen, den sehe ich immer gerne, den begrüße ich auch immer gerne, weil ich finde, das war ein geiler Fußballer. Heinz van Haaren war da, Erwin Helmut war da, Norbert Nickbur, Hannes Bongart, du warst da, ich war da, wer noch von unserer Truppe so, sonst? Hartmut Huse, der Hatte war noch dabei. Das war so ein paar Jüngere noch dabei, ja, und das war richtig schön gemacht und Essen war gut, alles war toll, was Schalke gemacht hat. Ja. Ich habe jetzt gedacht, es gibt nur Currywürstchen, weil wir zur Zeit sparen müssen, aber leider, oder viel besser nicht leider, sondern super, dass wir da so ein tolles Essen gekriegt haben. Ja, Dieter Schatzschneider, genau. Ja, Dieter war ja mein Nachfolger, ich bin ja von Schalke weggegangen. Und dann hatte ich eigentlich wieder vor, zurückzugehen, hat aber Assauer einen Dieter Schatzschneider geholt und ich bin zum VfL Bochum gegangen. Dieter war ja Torschützenkönig in der zweiten Liga. Ja, ja. Da haben sie gedacht, naja,
Das ist es, aber ich habe dann in der Bundesliga mehr Tore wieder gemacht mit 35, 36, aber das ist nicht so wichtig. dass man sich trifft, man unterhält sich und man trifft sich einmal im Jahr, da findet das statt, das finde ich toll. Leider Gottes sind auch wirklich einige schon verstorben, aber ja, so ist das Leben. Aber es war schön und hinterher noch der 2-0-Sieg. Ja, dann hat alles gepasst. Ja. Dann sprechen wir mal über das Spiel. Ja, ich fand, Nürnberg hat nicht schlecht gespielt. Wir haben eine ganz junge Truppe, wenn man so reinguckt. Ich habe mal so geguckt, ich glaube, der Älteste ist, glaube ich, 24 oder so. Also die haben für mich auch eine gute Zukunft, wenn die, jetzt gut, der eine oder andere wird wahrscheinlich Ende der Saison gehen, weil die können sie gar nicht halten, glaube ich. Aber eine schöne junge Truppe, die marschiert hat, die hat wirklich gut gespielt hier. Also ich habe lange gedacht, das könnte noch brenzlig werden. Aber unsere Jungs haben gestern auch gut gespielt und 2-0, für mich geht 2-0 auch in Ordnung, weil wir doch ein bisschen die erfahrene Mannschaft waren. Wir haben doch schon ein bisschen ruhiger gespielt und nicht so viel Fehler vielleicht gemacht wie die Nürnberger und die Tore sind im richtigen Moment immer gefallen und da ist natürlich wichtig, wenn im richtigen Moment die Tore fallen und bei den Nürnberger waren auch die eine oder andere Chance, aber haben sie leider nicht, also nicht leider, sondern für uns natürlich gut, dass sie die keine Tore gemacht haben, aber wie gesagt, trotzdem ich bin zufrieden, dass wir gewonnen haben. Wir haben ein bisschen Luft gekriegt nach oben hin, weil die anderen Mannschaften haben alle für uns gespielt. Und gut, jetzt brauchst du vielleicht mal, wenn ich jetzt so sehe, einen Evelsberg noch, wenn dann sehe ich, oder du musst unentschieden da unten spielen, dann hast du noch einen größeren Schritt, dann bist du fast raus. Auch wenn die anderen jetzt mal wieder zu Hause alle spielen und auch ihre Spiele gewinnen. Aber 5, 6 Punkte, das ist schon eine Menge. Die musst du in den kurzen Zeit aufholen, wo die auch alle noch schwere Programme haben. Ja, es war ein gutes Spiel von unserer Seite. Und wir sind nur einmal in Schwierigkeiten gekommen, nachdem wir den Elfmeter verschossen haben. Aber dann hat unser Torwart sehr gut reagiert. Aber der Sieg war hoch verdient, und weil man muss ja schon sehen, man spielt ja hier auf Schalke, man hat immer 60.000 Zuschauer da, da bist du schon unter Druck, ja, dass du unter Druck die Leistung abgerufen hast, fand ich toll, und jetzt können sie ein bisschen befreiter aufspielen, denke ich mal, und die paar Punkte, die sie wirklich noch vielleicht brauchen, die holen sie dann auch, weil das Selbstvertrauen muss auch da sein jetzt, und mit Mut weiter die Spiele angehen, dann werden wir keine Probleme mehr haben. Wir werden sehen, René, aber du weißt, im Fußball ist alles möglich, und wenn angenommen du verlierst wieder, dann rutscht du natürlich wieder unten mit rein, wenn die anderen gewinnen. Also du hast so ein, du stehst auf der Brücke und sagst, soll ich reinspringen ins Wasser oder lieber nicht? Und das ist so diese Geschichte, die wir zurzeit haben. Ja? Also du kannst dich jetzt nicht nach hinten lehnen und sagen, wir sind durch. Da ist, also ich habe mir Kaiserslautern das Spiel angeguckt. Kaiserslautern hat wieder super gespielt in Greuther Fürth. Die hätten das Spiel klar gewinnen müssen, meiner Ansicht nach, waren auch viel besser gewesen und kriegen in der, ich glaube, 94. Minute das 2-1 rein. Also das ist dann auch schon bitter. Das ist natürlich dann auch schlecht für die Köpfe, wenn er solche Tore reinkriegt im Abstieg. Also da weiß ich jetzt nicht, aber wo normalerweise Kaiserslautern die bessere Mannschaft war, das muss man einfach sagen. Aber das haben wir ja auch schon öfter erwähnt. Auch in dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Ja. Siehe St. Pauli, fällt zu Hause in Elversberg. Der wahrscheinliche Aufsteiger in Elversberg, die waren in den letzten Spielen, da ging die Tendenz. Wenn wir weiter nach unten, haben sie viele Spiele verloren und die gewinnen in St. Pauli 4-3. Also das war schon mal gut, da sind auch unsere gewarnt, wenn wir jetzt am Wochenende dahin fahren.
wieder konzentriert zu Werke gehen, eine Einheit sein, jeder für jeden kämpfen, dann holen wir das, was wir noch brauchen. Vielleicht ist es ja genau das, gewarnt sein, weil bis jetzt war es die letzten Spiele immer so, wenn der kommende Gegner mal sehr gut gespielt hat, Karlsruhe mit dem 7-0 zum Beispiel, ja, war Schalke dann doch, sagen wir mal, auf einer besseren Spur und hat einen Punkt geholt oder sogar gewonnen. Also, ich habe mal meinen Tabellenrechner wieder rausgeholt. Tatsächlich, die Konstellationen sind so, 3 Punkte dürften eigentlich reichen, aber es wäre natürlich schöner, wenn du mehrere Punkte holst und dann befreiter und noch entspannter, vielleicht schon 2-3 Spieltage vor Schluss, die Klasse sicherst. Elversberg, dass Elversberg auch in St. Pauli gewonnen hat, Schalke auch. Das heißt ja, Vorsicht, aufpassen. Ja, bist du gewarnt, wenn du hinfährst? Kleines Stadion, Schalke ist da, wahrscheinlich vielleicht sogar mehr Schalke-Zuschauer als die aus Elversberg oder Umgebung. Und ich glaube schon, dass das ein interessantes Spiel werden kann. Naja gut, aber das ist natürlich das Auswärtsspiel, wie du schon gesagt hast, das kannst du auch mal verlieren. Ne? Also wie gesagt, also Sicherheit, die Sicherheit hast du jetzt noch nicht, dass du sagst, du, wir sind da unten raus. Also da muss man weiter konzentrieren und spätestens am Freitag wissen wir dann auch schon wieder ein bisschen mehr. Und vor allen Dingen natürlich auch, was die anderen Mannschaften machen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Die stehen jetzt alle unter Druck. Wir haben uns ein bisschen abgesetzt. Sie stehen alle unter Druck. Sonst standen wir immer unter Druck. Jetzt stehen die anderen Mannschaften unter Druck. Und jetzt müssen die damit erstmal fertig werden, was wir vorher hatten. Und gut, wenn wir den Irrsberg mal einen Punkt holen sollten, dann ist wieder ein großer Schritt, egal wie auch immer. Dann bist du immer noch 4 Punkte weg von demjenigen da, die da unten wahrscheinlich mal gewinnen sollten und wir nur einen Punkt holen. Aber diesen Abstand, den musst du noch behalten. Also dann ist, glaube ich, Düsseldorf hier und Düsseldorf hat auch einen guten Lauf, das muss man wirklich sagen. Also die spielen nicht schlecht. Wo ich glaube, Düsseldorf lag uns eigentlich immer so ein bisschen zu Hause hier. Die haben also nicht viel geholt bei uns. Vielleicht ist es so, dass wir da auch unsere Punkte holen können. Also wahrscheinlich, wenn wir einigermaßen spielen sollten, sind wir gegen Düsseldorf schon raus. Ich würde es mir wünschen, dass wir endlich mal zur Ruhe kommen und nicht jeden Tag zittern und jeden Tag schlechte Nachrichten hören und, sondern mal ein paar positive Nachrichten wieder hören, dass man sagt, na, unser Verein geht es langsam besser. Ja, wir haben es ja immer schon gesagt, wir sind gewarnt, weil wenn man sich zurückerinnert, wie Elversberg hier gespielt haben, die haben einen guten Fußball gespielt. Und wenn du dich spielen lässt, ja, dann kannst du auch da in Elversberg verlieren. Aber wenn nicht, wenn du alles einsetzt, was du brauchst, um Spiele zu gewinnen, dann haben wir eine große Chance, auch in Elversberg was wegzuholen. Wusstet ihr, dass der Sieg gegen Nürnberg der erste doppelte Erfolg war für Schalke? Hin- und Rückspiel gegen eine Mannschaft gewonnen? Am 29. Spieltag? Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir nur Gedanken gemacht, dass wir das Spiel hier gewinnen. Sonst war es gibt nur noch 2 Möglichkeiten, das zu wiederholen. Das ist Rostock und Osnabrück. Da hatten wir die Hinspiele auch gewonnen. Ah ja, genau. Wir haben in Rostock gewonnen. Ja, genau. Und hier, ja, genau. Ja gut, wenn das passiert, dann bist du eh durch. Also dann brauchst du dir auch keine Gedanken mehr darüber zu machen, ob du noch drin bleibst oder nicht. Ja, aber warum auch nicht? Rostock ist auch am Flattern ein bisschen. Osnabrück hat, glaube ich, doch jetzt, nachdem sie verloren haben, ein bisschen aufgegeben. Das geht ja fast nicht mehr. Also müsst ihr ja alle nur noch für Osnabrück spielen und alle müssten verlieren, also dass die überhaupt da ein bisschen rankommen. Aber ich glaube nicht mehr. Was wichtig ist, auch durch diesen Sieg, und man ist es ziemlich, kann man sicher sein, dass wir das schaffen, ist ja die Planung schon für das nächste Jahr. Das geht ganz schnell, fängt die nächste Saison wieder an und Schalke 04, wir gehören nicht in die zweite Liga, wir gehören in die erste Liga und dass du viel tun musst, dass du Leute beobachten musst, die dich weiterbringen, da sind die mit Sicherheit in der Planung. Und ja, da hoffen wir, dass wir eine gute Rolle spielen. Ob man sofort wieder aufsteigen soll, sage ich ja. Siehe HSV. Der HSV
Jedes Jahr das Gleiche. Ja, wir warten ein bisschen, ja, ab 2-3 Jahre in der zweiten Liga. Nein, weil es ist ja so, wenn du in der zweiten Liga bist und es kommen junge Leute und die entwickeln sich, ja, und du bist in der zweiten Liga und kommst in die erste Liga, dann ist er weg. Ja, das ist das große Problem. Aber in der ersten Liga dann wahrscheinlich nicht. Ja, wichtig ist auch, Klaus, wenn wir raus sind unten, wer kommt nicht? Also da bin ich jetzt erstmal auch gespannt, wer gehen muss. Ja, und sind ja ein paar, die auf der Liste sind hier. Aber dann ist natürlich die Frage, ja, machst du die richtige Mannschaft zusammen oder machst du sie nicht? Und da bin ich richtig das gespannt. Hoffen wir. Da hoffe ich mal, dass sie das Händchen haben und nicht irgendwo reingreifen und gucken, oh, ist ja alles braun hier. Also wie der Assauer mal gesagt hat, wenn der Schnee weg ist, dann, na, dann siehst du was. Ja, bis da Entscheidungen getroffen werden, wird wahrscheinlich der Klassenerhalt erstmal sicher sein müssen. Ja. Ah, ja, wir reden ja jetzt auch nur mal. Da sind wir sehr zuversichtlich, muss ich ja sagen. Ich glaube, alle sind sich da einig, auch von ob Trainer gespannt oder oben, das wird so kommen, dass wir die Liga schaffen. Und da muss er die Planung fürs nächste Jahr auch. Ja. Das geht ja ganz schnell. Das geht ganz schnell. Also ganz einfach ist es doch für diejenigen, die neu planen sollten, einfach nur solche Spieler holen, wie Leverkusen hat. Ja. Ist so ganz einfach. Also für mich wäre das ganz einfach. Also ich könnte mir solche Spieler, also auf sicher könnte ich solche Spieler aussuchen. Und da muss man jetzt auch mal sagen, Glückwunsch Leverkusen. Wer so viele Spiele nicht verliert, da muss man, und die haben auch seit 20 Jahren, seit 20 Jahren hinterher. Und ich habe so viele Menschen und Fans gesehen, die geheult haben auf den Straßen. Ich kann mir vorstellen, hier wäre es noch schlimmer. Ja, wir müssten da, wahrscheinlich würde hier ganze Gelsenkirchen überschwemmt sein mit Tränen. Und das ist natürlich wunderbar für Leverkusen, dass die da so einen Erfolg haben. Ich finde es einfach geil, die haben den besten Fußball gespielt. Und auch von meiner Seite wirklich herzlichen Glückwunsch nach Leverkusen. Den Fußball, den sie gespielt haben über die ganze Saison, muss man wirklich sagen, das war ein toller Fußballer. Tolle Fußballer, tolle Spiele, die sie abgeliefert haben, einen tollen Trainer, der dazu passt, zu dieser Mannschaft. Und aber diese Spieler, die haben auch Geld gekostet. Und ich weiß nicht, wie viel Geschenk gekriegt haben die nicht. Und die haben. Ja, aber du hast auch, weißt du, das Problem ist ja, manchmal hast du Geld und kaufst trotzdem Scheiße. Das hatten wir schon mal gehabt. Ja, das ist ja immer. Und da haben wir viel Geld ausgegeben. Wo, du weißt noch, wie wir da saßen, wo wir gesagt haben, wieso hast du den geholt? Und dann hat er erst vorher zu uns gesagt, das war der Herr Heidel, jetzt sage ich mal so, der zu uns gesagt hat, oh, wir treffen uns jede 14 Tage, können uns unterhalten. Und nach dem Gespräch, kannst du dich noch erinnern, wie er gesagt hat, ja, da müssen wir mal schauen, wann wir uns wieder treffen. Danach haben wir uns nie mehr getroffen. Ja, es ist ja klar, wenn du Geld hast und kannst Spieler kaufen, dann musst du natürlich die richtigen Spieler kaufen und mit dem Geld richtig umgehen. Sonst ist die Kohle gleich wieder weg. Ja, genau. Und weil wir jetzt keine haben, müssen sie gute junge Spieler suchen, was wir ja immer gesagt haben, U23, gucken. Die haben jetzt, hat der wieder dieser Amadi, der hat wieder ein Tor gemacht, schönes Tor hat er wieder gemacht, schon sein 10. Ich persönlich würde an Gerrits, wenn ich an Gerrits Stelle wäre. Und bist du aber nicht. Bin ich nicht, leider, muss ich dazu sagen. Wenn ich aber an seine Stelle wäre, ist es so, dass ich dann, wenn ich gerettet bin, schon mal den einen oder anderen mal testen würde von der U23 oder von der A-Jugend. Ziemlich sicher. Ja, weiß ich nicht. Aber trotzdem, ich würde es auf jeden Fall machen und ich hoffe, dass es so gemacht wird. Die machen das auch. Weil die hören ja ab und zu auf uns. Wenn die so oft auf uns gehört haben, wie oft die ausgewechselt worden ist und wir beide haben was besprochen, dann hat er gespielt. Da habe ich mich auch immer ein bisschen gewundert. Steven van der Sloot durfte jetzt auch schon zum zweiten Mal ran und hat ja dann auch den Vorzug erhalten. Vor Henning Matriciani zum Beispiel jetzt am Wochenende. Apropos junge Spieler, Yusuf Kabadai ist ja ein Leihspieler. Wie seht ihr seine Entwicklung? Ja, der kommt von FC Bayern München, zweite Mannschaft.
und kommt hierhin, hat einige Spiele gemacht, auch mal gute Spiele, aber ist nochmal ein junger Spieler, der schwankt ja zwischen mal gut, mal schlecht und so. Aber wenn er weiter sich steigert, wenn er der Wille da ist, ich will in die Mannschaft, er hat Qualität, gar keine Frage, und du musst es nur stabilisieren. Ich will gar nicht über den reden. Es gab ja nun mal in der vergangenen Woche auch ein paar Unruheherde. Wir hatten ja unsere Sendung am Montag und dann gab es ja die Suspendierung von Dominik Drexler. Wie habt ihr das Ganze so wahrgenommen? Es wurde ja sehr hoch gepusht alles. Also René, ich bin ja immer ein bisschen so eine andere Meinung. Also wenn das mal passieren sollte, das ist mir schon passiert, als ich als Trainer gearbeitet habe, habe ich mir auch bei der Truppe entschuldigt. Ich habe mir natürlich nicht selber eine Geldstrafe gegeben, ist klar. Aber das kann man doch schnellstens regeln. Ich finde irgendwie, das ist so, stell dir mal vor, wenn du jetzt hier gegen Nürnberg verloren hättest. Ja, das ist ja jetzt mal so. Und Draxler hätte jetzt da bei der U23, was wäre hier los gewesen? Dann wäre wieder alles hochgekocht. Du musst nicht immer die Suppe nochmal neu hochkochen. Weil da geht man ganz einfach hin, Draxler hat Scheiße gebaut, dann geht's hin, Junge, du entschuldigst dich hier, du kriegst 10.000 Euro Geldstrafe, erklär das dann mal deiner Frau, was du da gemacht hast. Du wirst dich ja zu Hause so auch nicht benehmen. Also, bumm, Ende aus, Montag zum Training. Schluss, das wäre das Thema für mich gegessen. Ja, so einfach, glaube ich, ist das nicht. Ich weiß, ich kann ja da zu wenig dazu sagen, weil das lese ich auch noch, wie wir alle lesen, aber was ist da vorgefallen? Wie sieht das aus? Wer gegen wen und so weiter? Das darf nicht sein. Und die haben so entschieden, warum auch immer. Die wissen das besser als wir, deswegen halte ich mich da raus. Ja, ist doch gut. Soll jeder so auch halten, wie er für richtig ist. Nur ich finde es nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde, du machst wieder ein Fass auf und hast wieder Unruhe und gehabt. Das muss man einfach so sagen. Es wurde viel darüber diskutiert. Es wurde dann auf einmal diskutiert, es gibt hier mehrere Gruppen, ja, und der eine ist für einen Trainer, der eine ist gegen einen Trainer und dann war noch eine Gruppe, die weiß gar nicht, wo sie hinläuft. Also das sind so Sachen, die müssen nicht sein. Also 5 Spiele vor dem Abstieg. Ja, sag mal, das ist dann gefährlich, wenn du sowas machst. Also ich hätte das nicht gemacht. Aber gut, das hat er gemacht, er hat das so entschieden. Oder der Verein hat so entschieden. Vielleicht ist es richtig, jeder soll es so machen, wie er es richtig hält. Ich hätte es wahrscheinlich nicht so gemacht. Aber wie gesagt, man muss keine neue Unruhe reinbringen. Und das fand ich, da war schon auf einmal, jeder hat erzählt, dass sie in Gruppen, noch eine Gruppe. Und das bringt im Endeffekt, nichts, dass man da nochmal ein Fass aufmacht. Aber die Mannschaft hat ja funktioniert. Mannschaft hat funktioniert, gebe ich dir recht. Ist ja auch okay, ist auch ihre Pflicht, ja, hier gut zu spielen, auch wenn einer rausgeflogen ist. Da hat er mit dem Klaus ja recht, ja, aber trotzdem kann man das anders klären. Ja, wir gucken auf die Uhr, haben wir schon wieder fast unsere Zeit erreicht. Ja, Elversberg, ganz kurz, wir haben zwar schon drüber gesprochen, aber was tippt ihr denn? Können Sie den Lauf jetzt mitnehmen? Können Sie auswärts nochmal punkten? Ich glaube schon, dass wir große Chancen haben, in Elversberg zu punkten. Wir sind gewarnt, das habe ich vorhin gesagt. Von Elversberg, die in St. Pauli gewonnen haben. Und hier haben sie auch gut gespielt. Deswegen volle Konzentration auf dieses Spiel am Freitag. Ja, ich glaube, also ein Punkt ist mindestens drin. Also das müssten wir auch haben, nachdem wir hier gut gespielt haben und auch gut gestanden haben, gut organisiert waren. Das muss man einfach sagen. Und auch vorne hin mit Top und Tarolle und Yusuf, die haben also auch viel unternommen. Ich meine, das werden die Evelsberger sich auch angucken und werden auch sagen, du, wir können jetzt hier nicht auf volle Pulle nach vorne spielen. Dann hauen sie uns wahrscheinlich den Arsch voll, auf Deutsch gesagt. Und ich glaube, es gibt ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, dass keiner was so richtig riskieren will. Und deswegen glaube ich auch, dass wir da einen Punkt holen werden. Zumal ja wahrscheinlich auch noch 2, die funktioniert haben, zurückkommen. Asanoe Draogo und Brandon Soppy.
Sind wir gute Dinge? Beim Zoppi, da bin ich mir ein bisschen unschlüssig, ob der uns sofort wieder weiterhilft. Der hat lange ausgesetzt, der war verletzt und. Also aber das Risiko will ich wahrscheinlich gar nicht eingehen da. Oh, das werden wir sehen beim Training, wie das aussieht und so. Und, aber wir haben gegen Nürnberg gewonnen, haben gut gespielt, haben Mut gefasst, weiter auch auswärts können wir was wegholen. Und deswegen bin ich da ziemlich zuversichtlich. Genau. Das bleiben wir auch und sehen uns in der nächsten Woche wieder zum nächsten Legenden-Talk. Danke euch und Glück auf. Glück auf. Ciao.